Der heutige Ausflug führt uns von unserem Campingplatz an der Mündung des Tech ins Hinterland nach Castelnau. Castelnau wird beschrieben als sehr sehenswert in meinen Reiseführern. Und das merkte man dann auch, weil es sehr viele Busparkplätze gab und man von diesen Busparkplätzen aufwärts wandern sollte. Das ist das Château. Da kann man nicht reinfahren. Nein, das ist nicht das Schlösschen, das ist schon der Ort selber, der dann gleich mit Stufen anfängt. Naja, bergauf war das nicht so unsere Sache. Wir haben nach einem Hintereingang gesucht und den auch irgendwie gefunden. Es ist ein ganz malerischer Ort, aber es ist ein sehr kleiner Ort und das Château oben. Da ist unten eine Käserei drin, was auch nicht so wert. Unser nächstes Ziel war wieder mal so ein Geheimtipp aus einem meiner alternativen Reiseführer, ein besonders strenges Kloster. Das war es auch. Halsbrecherische Zufahrt und Besuch von Motorfahrzeugen unerwünscht. Nee, wir wollen nur ein Eis und Kaffee. Ja. Okay. Nee, aus Hannover. Ja. Ja, haha. Das war eine Begegnung auf dem Marktplatz von Ilsfürth. Die Stadt ist bekannt für seine Erdorgeln. Die sah man hier kurz. Ganz in der Nähe ist dann das Kloster Forza Real. Was da ein Kloster sein soll, ist mir nicht so ganz klar. Jedenfalls nebenan ist gleich ein Funkturm mit einer ganz herrlichen Aussicht über Perpignan. Das rentiert sich dann auf jeden Fall. Es war ursprünglich mal eine Festung der Könige von Aragon und Mallorca, aber die Franzosen haben das dann ja erobert und Ludwig XIV. Ließ die Festung schleifen. Aus den Steinen hat man dann eine kleine Einsiedelei erbaut, die jetzt aber gar nicht so alt wirkt. Das ist dieses Kloster und auf der Treppe saß irgendwie eine Frau mit lila Haaren. Also das war uns dann jetzt, nachdem wir da schon zuvor die Pleite mit dem Kloster erlebt haben, wo wir nicht mal hinfahren durften. Auf dem Schotterweg haben wir gesagt, es reicht uns mit diesen Klöstern. Und wir fahren mal noch auf diese Bergspitze und die war wirklich sehr lohnenswert. Es ist zwar ein bisschen diesig gewesen, aber man konnte die ganze Ebene von Perpignan bis in die Pyrenäen überblicken und auch zumindest der Ahnen im Dunst dann die Cevennen. Das hat sich rentiert. Die Departementsstraßen 612, 611 und 12. Die 12 sind wirklich ein Genuss zu fahren. Sie sind etwas im Hinterland und führen durch eine wirklich wunderbare Landschaft. Und in den Ort Tukan kann man sehr schön Pause machen. Und dann sind auch Attraktionen des Gorges de Galamus oder die Châteaux Peyre Pertus und Keribus nicht weit weg. Hier fahren wir nochmal durch den Galamus. Ich habe das jetzt auf Weitwinkel gestellt, da wackelt es nicht so, denn in diesem Power Director kann man, wenn man den Blickwinkel-Direktor anmacht, die Verwackelungs- Entzerrung
anschalten. Naja, aber dafür funktioniert die Nachvertonung. So ganz ideal ist das alles nicht. Ganz in der Nähe der Galamus-Schlucht sind die Chapeaus von Pere Patrice und Kerebus. Das sind auch Katara-Burgen, steil oben in die Felsen geklebt wie Adlerhorste. Und die sieht man vom Tal des Tech recht gut und von aller Weite. Allerdings werden die Besucher abgefangen und sollen dann diesen steilen Weg hochgehen. Okay, das ist dann Kerebus. Wir fahren nach Tuchan. Von Padern nach Tuchan. Und da ist sogar Wasser drin. Da könnte man ja sogar schwimmen. Wenn ich jetzt nicht so viel Durst hätte, würde ich ja schwimmen. Das ist die Straße D12 von Tuchan nach Rifasaltes. Die ist sehr schön ausgebaut und führt über einen Ausläufer dieser Corribieres, dieses Kalkgebirges, dieses Vorgebirges der Pyrenäen. Ist etwas abseits dann, aber dafür umso schöner zu fahren. Man kann dann von Rifasaltes aus über die Etanche auf der Seeseite Perpignan umfahren. Mit der Zeit kriegt man das dann raus, wie man sich den nachmittäglichen Staus entzieht. Dann, man kann hier an der Seeseite langfahren, über die Etanche oder am besten über Tuir hintrum und dann über Barges und Elne nach Saint-Cyprien rein. Leider konnte ich nicht schwimmen gehen, so wenn die anderen mal am Mittelmeer sich sonnten und schwammen, habe ich hier einen Ausflug gemacht zu einem alten, verfallenen Kurhotel,
mit einer heißen Quelle, wo ich meinen Fuß drin baden konnte. Vielen Dank und auf Wiedersehen.